Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei seinem Spülkasten eigentlich die Wassermenge richtig einstellen kann, wenn beide Tasten von der Toilettenspülung zum Beispiel zu schwach oder auch zu stark sind. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal müssen wir unseren Spülkasten öffnen, was bei den meisten Herstellern relativ ähnlich ist. Und bei der Firma Geberit muss man jetzt zuerst mal die Drückerplatte etwas nach oben heben, dann oben von den Fliesen bzw. von der Wand weghebeln und sobald ich loslasse, kann ich das Ganze auch schon nach vorne entnehmen. Der Befestigungsrahmen ist meist links und rechts befestigt. Hierfür habe ich bei meinem Modell einmal zwei solche blauen Fixierungen. Die kann ich auf der rechten Seite nach unten ziehen, auf der linken Seite nach oben und dann kann ich die zwei weißen Haken auch schon in die Mitte reindrehen und danach unseren Befestigungsrahmen einmal ganz einfach nach vorne hin rausziehen. Auf der darunterliegenden Bilderbeschreibung kann man toll erkennen, dass das Schwimmerventil im Spülkasten dafür da ist, wie hoch jetzt eigentlich der Wasserstand sein sollte. Der ist standardmäßig auf 6 Liter eingestellt und wir können ihn zwischen 4,5 Liter und 7,5 Liter einstellen. Die Heberglocke ist dafür da, wie groß jetzt eigentlich unsere Spülmenge am Ende sein sollte. Dieses ist auch standardmäßig auf 6 Liter eingestellt, kann ebenfalls zwischen 4,5 Liter und 7,5 Liter eingestellt werden und die Spartaste ist standardmäßig auf 3 Liter eingestellt und wir können hier oben die Spülmenge daran auch noch etwas regulieren. Zuerst einmal sollten wir diese Schutzplatte noch entfernen. Hierfür haben wir hier oben zwei solche kleinen Haken, die wo ich jetzt etwas nach unten drücken kann und dann ziehe ich das Ganze auch schon nach vorne und etwas nach oben hin raus, dass sich hier unten auch nicht spießt. Und jetzt empfehle ich, dass man auf jeden Fall mal noch das Ventil hier oben schließen sollte. Normalerweise ist da entweder ein Knopf zu drehen, also per Hand, oder wie in meinem Fall muss ich einfach mal einen Schlitzschraubendreher zur Hand nehmen und das Ganze im Uhrzeigersinn komplett zumachen. Auch würde ich empfehlen, dass man jetzt auf jeden Fall noch einmal hier die Drückergarnitur betätigt, dass das ganze Wasser auch aus unserem Spülkasten entfernt ist. Wenn das Wasser ganz draußen ist, müssen wir noch unsere Betätigungsgarnitur entfernen. Hierfür haben wir hier unten so eine kleine weiße Nase. Die drücke ich jetzt einfach mal etwas nach innen, gebe das Ganze nach oben und schaue, dass ich es mit Gefühl auch schon nach vorne hin rausziehen kann. Das Schwimmerventil kann ich in meinem Fall lassen, da ich bei mir die Wassermenge von 6 Liter auf 7,5 Liter erhöhen möchte. Und wir können sehen, dass da der Wasserstand im Spülkasten gleich sein muss, also bei 71 mm. Wenn du das Ganze verringern möchtest, also zum Beispiel auf 4,5 Liter runtergehen möchtest, dann sollte der Wasserstand auf 61 mm angepasst werden. Hierfür können wir am Bild auch sehen, dass da so eine kleine Schraube ist, die ich jetzt entweder im Uhrzeigersinn bzw. gegen den Uhrzeigersinn drehen kann. Und das wäre in meinem Fall diese kleine weiße Schraube hier unten, wo man entweder mit die Finger machen kann oder auch mit einem Kreuzschraubendreher von oben. Jetzt baue ich aber erst einmal meine Heberglocke aus. Hierfür haben wir hinten zwei solche schwarzen Laschen, die ich jetzt mit meinen Fingern zusammendrücken kann. Danach sollte sich das Ganze auch schon hier hinten ganz einfach rauslösen. Und ich muss mal schauen, dass ich meine Heberglocke irgendwie aus dem Spülkasten rausnehmen kann. Das ist meistens auch wieder eine Fummelarbeit, da solche Spülkästen natürlich auch relativ eng sind. Bei mir kann man relativ toll erkennen an dem Fall, dass ich gerade eine Spülmenge von 6 Liter eingestellt habe und hier drüben wäre das Ganze mit 7,5 Liter, weswegen ich jetzt einfach mal meine Heberglocke etwas festhalte und hier unten das Ganze etwas rüberdrehe. Leider muss ich sagen, dass bei meinem Modell anscheinend die Möglichkeit auf 4,5 Liter zu gehen, wie auf der Bildbeschreibung, nicht machbar ist, dass scheint einfach vom Modell zu Modell abhängig zu sein. Wie schon erwähnt, ist die Spartaste laut der Firma Geberit auf 3 Liter werkseitig eingestellt und wir können diese auf 4 Liter noch erhöhen. Hierfür sehen wir auch, dass hier auf der rechten Seite das Minus ist, auf der linken Seite das Plus und ich muss mal das grüne Bauteil etwas festhalten und hier oben dieses weiße Teil kann ich jetzt auch mit etwas Kraft links rüberdrehen, so dass diese Nase hier unten ganz links bei dem Plus ist und somit haben wir auch schon die Heberglocke nämlich richtig eingestellt. Für den Zusammenbau achte ich darauf, dass meine beiden Löcher hier oben in die gleiche Richtung schauen und dass diese schwarze Halterung in etwa dahinter ist. Und dann geht es mal wieder darum, dass wir unsere Heberglocke in den Spülkasten hineinbekommen. Wie schon gesagt, das ist einfach eine Fummelarbeit. Und im unteren vom Spülkasten befindet sich noch so ein kleiner Korb. Da müssen wir jetzt halt unsere Heberglocke auch hineinbringen. Bei mir schaut es schon super aus, weswegen ich jetzt einmal hier hinten diese zwei schwarzen Clips wieder etwas zusammendrücke und schaue, dass sie auch in die dementsprechende Halterung wieder hineinpassen.
Im nächsten Schritt öffne ich einmal wieder mein Befüllungsventil gegen den Uhrzeigersinn. Hier kann ich übrigens noch den Tipp geben, das Ganze wirklich mal komplett zu öffnen und danach wieder circa eine halbe Umdrehung zurückzugehen, dass dieses Ventil einfach etwas länger gängig bleibt. Und wir können uns auch schon mal mit der Betätigungsgarnitur beschäftigen. Hier müssen wir eigentlich nur darauf achten, dass diese zwei farbigen Haken auch dementsprechend die zwei Löcher hineinpassen. Also hier wieder etwas mit Gefühl an die Sache rangehen. Bei mir sollte es auch schon passen. Und danach schaue ich einfach, dass hier oben meine zwei weißen Haken wieder einklipsen. Und da vorne diese Nase drücke ich etwas rein. Und die Betätigungsgarnitur sitzt auch schon wieder fest. Vor dem weiteren Zusammenbau können wir jetzt gerne mal noch ausprobieren, ob die Spülung auch richtig funktioniert. Deswegen hier einfach mal reindrücken. Und normalerweise sollte diese in meinem Fall ja jetzt etwas länger laufen. Vom Gefühl her würde ich sagen, das sollte auch auf jeden Fall passen. Weswegen wir jetzt auch schon unsere Schutzplatte mal von hier unten sauber hineingeben können. Da müssen wir nur auf die zwei Nasen achten, dass diese auch sauber einrasten. Und dann drücke ich oben die zwei Haken etwas nach unten und die Schutzplatte sitzt auch schon fest. Danach den Befestigungsrahmen so nehmen, dass diese zwei weißen Haken auch schon in die Mitte hinein zeigen. Dann kann ich sie nämlich auch in die dementsprechenden Öffnungen hineingeben. Darauf achten, dass unsere beiden Drückerstangen hier unten auch natürlich in die Löcher hineinpassen. Und dann drücke ich das Ganze schon mal mit etwas Gefühl gegen die Fliesen. Kann es um 90 Grad nach unten drehen. Auf der rechten Seite natürlich genau dasselbe Spiel, nur dass ich es nach oben drehe. Und ich gebe die blauen Fixierungen auch mal noch mit Gefühl in diese Haken hinein. Zum Schluss die Drückerplatte noch zuerst unten gegen die Fliesen drücken, schauen, dass es unten auch in diese zwei kleinen Federn einrastet. Dann muss ich diese nämlich etwas nach oben drücken, drücke es auch oben komplett gegen die Wand und wenn ich loslasse, hält diese auch schon bombenfest und somit haben wir jetzt auch schon die Wassermenge bei unserem Spülkasten richtig eingestellt. Falls du dir für zu Hause übrigens eine neue Heberglocke oder auch weitere Ersatzteile für deinen Spülkasten zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.